Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer schicker Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir hatten das letzte Mal hier aufgehört mit unserer Feier und mittlerweile habe ich schon 21 Stunden gespielt und in der Kampagne bin ich schon bei 17 Minuten und ja, irgendwo läuft's. Und ich grüße erstmal alle, die da sind. Sammel sagt schon, das Archäologenspiel hat einen gefallen. Das ist nicht so ernst genommen, das Spiel, oder? Ach, ja, gut. Der Jan ist auch auf jeden Fall da. Oder Jens, meine ich. Den Chris habe ich vorhin schon gesehen. Und den einen oder anderen. Ja, gut. Okay, wir werden erstmal weitermachen mit der Kleinen reden. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du, du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich bin bereit zu gehen. Ja, na klar. Grüß dich. Rickett ist auch da. Freies Wildtuch und der Vor. Grüßt ich euch. Ich hatte genug Athena Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt eine Frau auf der Insel Chaos, mit der ich sprechen muss. Das ist mein nächstes Ziel. Dort soll es doch Piraten geben. Oh. Ich werde vorsichtig sein. Gut. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kefalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kefalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine solche gab, ja? Ja. Ja, danke. Das Brennfieber. Was ist das Brennfieber? Oh, es ist schlecht. Schlechtes Wetter. Bettelst du dieses Mal nicht darum, mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kefalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir sehen uns später, Phoebe. Auf bald, Alexios. Ja, auf bald. Kolibri, grüß dich. Ah ja. Okay, wir gehen mal hier raus. Wir hauen sie mal nicht nieder. Neue Quest. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal schauen, was für Quest wir hier haben. Wir haben ja jetzt die letzte Zeit ziemlich viele Hauptquests gemacht. Die sind jetzt ein bisschen weiter weg. Und das machen wir jetzt einfach mal zu und gucken mal an, was für Nebenquest wir hier noch erledigen können, wenn wir schon mal hier sind. Das ist Add-on. Das ist alles noch höhere Stufe. So weit sind wir noch nicht. Das sind solche Aufgaben, die hier nebenbei gemacht werden. Und das sind so eine Kopfgeldaufträge hier. Das ist alles so weit weg. Das sind so eine Dings hier. Ja gut, wir müssen eigentlich runter von der Insel, ne? Hier ist eine Quest, die ist ab Level 16. Gucken wir mal. Wir schauen mal. Was haben wir denn hier? 2500 Meter weg. 3000. 1000 nochmal. Alexis sucht nach seiner Mutter. Gut, das machen wir. Wir suchen nach unserer Mutter. Was ist das jetzt hier? Ach, die Sammelgegenstände und das Sperren. Ne, wir machen das. Das ist nicht allzu weit weg. Wir gucken mal auf die Karte, wo wir da hin müssen. Der Trucker ist auch da. Marco ist auch da. Steven, Mahlzeit. Und wir gucken mal, wo ist denn jetzt die Aufgabe? Wir sind hier. Wir müssen hier hin, ne? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe? Ach, hier oben. Okay, da waren wir noch gar nicht. Dann müssen wir erstmal zu unserem Schiff. Können wir hier Schnellreise machen? Ah, zu den Piraten. Ah, wir gehen zu unserem Schiffchen. Schnellreise. Mahlzeit. Patrick. Klusi, grüß dich. Ich habe ja den Tag, oder gestern hat doch
Lorak ordentlich, ordentlich gespendet. Einer der Kultisten ist auch Alexios. Sein Name ist Podarkus. Ja, ja. Meine Nachrichten, Barnabas. Ich habe nur mal reingelesen. Hast du in Athen gefunden, wonach du gesucht hast? Ein paar Spuren, aber es wird nicht einfach. Oh, ja, ja, es ist ein Anfang. Das mit den Loots habe ich mal eingestellt. Ich bin nicht der Einzige, der nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot, dann sind sie auch mir auf der Spur. Okay. Das ist doch richtig. Jetzt sind wir aber richtig schnell. Oh, Fragezeichen ist auch und, da. Mal sehen, ob wir da das eine oder andere Schiff weg eliminieren können unterwegs. Hier ist ein Fisch. Ein Hai. Aber ich muss mal auf die Karte gucken. Kann man hier irgendwie so eine Landenge fahren? Nee, wir müssen wirklich hier auf der Karte, wir müssen hier außen lang fahren. Und dann hier auf diese Insel. Da ist der Anlegepunkt. Ja, machen wir einfach. Oh, so ein schlechtes Wetter hier. Eieieiei. Aber wie ich hier langrase mit meinem Schiff, ey. Herrlich. Wirkt schon alles richtig cool. Wir werden die Insel erstmal ein bisschen so erkunden, bevor wir dann gleich zu der Hauptstory gehen. Poseidon. Da ist ein Schiff. Wir können das entern, wenn wir das wollen. Aber müssen wir nicht unbedingt machen. Oh, warte mal. Hier ist doch der Hafen. Ja, komm, hier legen wir an und dann werden wir mal die Insel ein bisschen erkunden, ne? Niki Nick, grüß dich. Ja. Bereit machen zum Festmachen. Oh, Chan, hör auf. Das tut ja weh. Britt ist auch da, grüß dich. David, oh. Oh, hier sind ja wieder ein paar Gegenstände. Die kann man ja alle einfach mal so mitnehmen, ne? Ah! Bina, Nick, macht einen Zap da. Tier 2 Zap. Aber herzlich willkommen hier in der Gang. Wegen mir, wegen dem Spiel oder warum? Sollte eigentlich denn. Yeah. Leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sicher nicht. Danke dir. Ja, Nudelsalat. Heute gibt's Nudelsalat. So, gucken wir mal, was es hier noch alles so für einen Schrott gibt hier an Aufgaben. Alles erstmal annehmen und dann gucken wir mal weiter. Eine Burg haben wir hier. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier in den Flugmodus. Boah, hier sind ja alles voller. Ey, das ist eine richtige Festung hier. Alter Schwede. Das ist ja richtig heftig. Freunde, wie machen wir es? Wollen wir die Festung hier wegeliminieren? Wollen wir uns jetzt um die Festung kümmern? Ey, hier gibt's ja richtig, richtig Ärger, sag ich euch. Ah, Freunde der Untergehende da. Nur wegen mir, das hört man gut, das hört man gerne. Wie soll ich dich eigentlich nennen? Na, wie, na, nie, Maxi, oder, ach, es ist so schwierig. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Ah,
Ah, ich muss dieses Feuer auch irgendwie auskriegen, nicht, dass dann irgendwie noch mehr Leute kommen. Ja, das ist ein bisschen, schwierig. Einfach Maxi. Okay, Maxi soll ich dich nennen. Na, dann gucke ich mal, ob ich das alles mir noch merken kann denn. So, da vorne ist dieses Feuer. Da müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir da hinkommen. Mama, gehen wir hier irgendwie rein? Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, was zu nehmen? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das hier alles nehmen soll. Rickert, was sagst du denn? Ah, Samuel sagt einen nach dem anderen. Olivia sagt auch. Ah, da sind zwei. Oder ist noch einer? Mal hier rein. Also die goldenen sollte ich vielleicht nicht angreifen. Weil die halten ein bisschen mehr aus. Da oben ist einer. Ah, ich muss mal einen Vogel nehmen. Hier oben rennt einer rum. Den könnte ich eigentlich auch noch abmuxen. Guck mal hier, der stellt sich genau dahin. Genau dahin stellt er sich. Da hätte ich voll das Problem haben. Oh. Fuck, ey. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Den goldenen lasse ich mal. Ey, warum ich nicht mit ihnen den wegknallen kann, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Unten steht einer. So, den habe ich. Alles klärchen, jetzt haben wir's. Wetterst du nicht weiter hoch? Ach, ich stelle mich richtig dämlich an, oder? Ich stelle mich so richtig dämlich an. Wer kommt jetzt hierher? Eieieiei. Chris, kannst du mal ausprobieren, ob Loot überhaupt geht noch?
Ich habe das heute mal ausprobiert. Ja, Mensch. Hat das funktioniert? Ist das Alarmdings kaputt? Oh. Oh, erstmal das Ding hier wegnehmen. Ruckzuck, haben wir hier. Ist das unsere Base? So, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, wir müssen hier ein paar Sachen kaputt machen. So, ist das hier so ein Ding, was wir hier. Ja. Die sollen sich bloß mit den richtigen anlegen. Also nicht mit dem falschen. Also mit mir nicht. Rickets, hier. Ey, Booty. Pass mal auf hier, den werden wir von oben weg attackieren. Das ist auch so ein Trottel hier. Oh! Weil der kriegt ja gar nichts mit. Ach so, du bist ein Bauer. Jetzt bei den Bauern hier weg. Oh, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, guckt euch mal an. Die haben hier ein. Die haben da irgendwas gemacht. So. Also hier sind auf jeden Fall die besten Waffen, okay? Oh, was ist mit dir los? Ah, jetzt hab ich dich. Ich muss ja sagen, ich habe mich langsam so ein bisschen daran gewöhnt, dass ich mit Tastatur. Oh, Tütchen. Wann kommt der Multiplayer? Acker Gülle Günther. Wann kommt der Multiplayer? Das kann nur Boti sagen. Fragt alle Boti, der weiß es. Was ist denn jetzt der Typ? Wo habe ich den jetzt hier runtergeschmissen? Hä? Hab ich den nicht hier runtergeschmissen? Ah, der ist auch immer weg. Ist ja weggelaufen, wa? Ja, nicht alle Befehle kann jeder nutzen. Ein paar Befehle gibt es. Aber, oh Gott, ja, ich weiß selber nicht mal, welche richtig. So. Bin ich ein Held, Junge, ey, den habe ich jetzt. Ich muss unbedingt, dass der hier diesen Skill, dass ich mit einem Angriff den gleich weg eliminieren kriege. Odi, gucke du mal, geht das wieder mit Loots? Also ich habe das mal wieder eingestellt. Weil eigentlich müsste das ja wieder gehen. Oh, warte mal. Ja, hier ist doch noch was. Ach, die kann ich nur aufheben. Oh. So. Was machen die denn hier? Tote weg transportieren oder was?
Lassen wir jetzt einfach so liegen. Ey, das sieht schon irgendwie cool aus, das Spiel. Einfach nur. Hier habe ich ein Hotte Hü. Aber da hinten sind wirklich richtig starke Gegner, ne? Wenn ich mir das so angucke. Jetzt Brejo noch. Oh, falscher Knopf. Warum ich nicht sterbe? Weil ich keine Lust habe dafür. Oh, jetzt hat er mich aber. Keine Chance. Oh. Oh, jetzt werden ein bisschen mehr hier. Jetzt werden zu viele hier. Das ist reich für euch. Mensch, komm mal jetzt her. Warum hat er sich die ganze Zeit geduckt hier? Sau. Malaka. Aua! Oh, jetzt! So. Oh. So, den haben wir. So, jetzt den ersten gleich. Oh. Oh. Ey. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ah ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, ne? Oh. Willst du weglaufen? Ja, ich will jetzt weglaufen. Ich muss jetzt irgendwo mal ein bisschen Luft holen. Außerdem wollte ich den Baum hier holen. Ah. So, wieder ein bisschen Energie tanken. Ja, die sind schon ein bisschen. Oh, hier rein schnell. Was ist das für ein Elch hier?
stirb du. Also man muss manchmal die Front ein bisschen auseinanderziehen, ne? Ja, mal lacker. Ich bin nur am Hin und Her. Manchmal ist es wahrscheinlich die beste Möglichkeit hier, gegen so eine Übermacht hier anzugehen. Ach, komm, Baby. Ach, ey, das ist gar nicht mal so einfach hier. Oh, komm raus hier, kämpf für mich. Wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir hier gleich ein bisschen agieren. Ach, Mann. So, jetzt kommt dann gleich dieser andere Große. So, abgeschlossen die Quest. So, den haben wir. Oh, die kämpfen. Oh. Ja, aber die Feinde kommen von überall. Ich bin dein Feind. Oh, die Schild erstmal wegnehmen. Ich kann jetzt leider nicht irgendwie auf das... Ich muss echt mal. Immer wenn er mit seiner. In dem Moment, wo er schlagen wollte, habe ich meinen Ausweich gemacht, ey. Ja, komm, Baby. Jetzt. Bam! Wer bist du denn? Du bist ja richtig hart drauf. Alter, Söldner besiegt, ey. Ey, der war jetzt nicht von schlechten Eltern, sag ich euch. Der war nicht von schlechten Eltern. Komm, Eindringling, hat er gesagt. Habt ihr den gesehen, wie er gelaufen ist? Anhalten. Ich habe natürlich jetzt die Waffen noch nicht umgeändert, ne? Aber ich hab die gleich erledigt. Ah, der hackt den. Oh. Den anderen, den Boss, will ich mir zum Schluss aufheben. Mir zu einfach.
Bleibst du hier, du Arschmade? Oh, jetzt kommt mal Feuer ins Spiel, sag ich dir. Ja, du bist ganz schön on fire, wa? Oh. Alles klar. Ich glaube, ich habe hier die Festung besiegt, ne? Also, würde ich jetzt fast mal meinen. Die Kiste. Oh, da kommt ein Dicker. Jetzt kommt irgend so ein Hans Wurst. Warte mal, wir werden mal ins Menü gehen. Oh, jetzt zeig mal ein bisschen, Das Loot wurde nicht angezeigt. Hm. Das ist aber doof. Aber ist raus, ja? Warte mal, ich muss mal was gucken. Ja, das ist ja richtig blöd. Dass es nicht angezeigt wurde. Komisch. Das ist echt doof. Ich habe es heute, wie gesagt, ausprobiert. Ob das jetzt so wirklich so das Gelbe von Ei ist, ob ich das richtig gemacht habe. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, warte mal, wir nehmen mal so ein Speer hier mit. Wir haben einen anderen Bogen, 20er Bogen. Wir sind noch gar keine 20, wa? Guck mal, bei den Rüstungen, da haben wir 19er Rüstung. Hier haben wir ein 19er Unterbuchse. Hier haben wir auch irgendwas gefunden. Okay, ich grüße erstmal alle, die da sind. Ey, wir sind über 40 Leute. Geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, bei... Komm, Fertigkeiten. Fertigkeiten habe ich einen Punkt mehr. Was ist das jetzt? Ja, komm. Gegen so eine dicken... Probieren wir es mal, den Typen hier wegzuhauen. Jetzt aber richtig. Alter, wie geil ist das denn? Den habe ich aber so richtig wegpenetriert. Ich sollte jetzt wahrscheinlich am besten Geld bezahlen, ne? Also ein Söldner ist wahrscheinlich okay, aber noch ein Söldner wäre vielleicht nicht so prickelnd, ne? Den jetzt nochmal. Aber es wird mir alles ganz schön teuer, wenn ich hier die ganzen Söldner kriege und habe ich den jetzt ausgeräubert? Aufheben. Kolibri! Danke für den Sub! Gentlemen, ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Bitte. Danke dir für deinen Support, Tier-1-Sub, Modok. Ja, Modok, ich weiß nicht, wann der MP kommt. Aber ich habe mich heute mal hingesetzt wegen Loots. Aber wurde jetzt schon ausprobiert, geht immer noch nicht. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt die Söldner hier, die hören ja nicht oft, die kommen ja immer wieder. Es kommen ja immer wieder neue Söldner, die mich jagen. Ja. Das ist ja das große Problem. Warte mal, haben wir hier noch alles geschafft?
Hier ist ein Tor. Da ist noch eine Kiste. Die Festung haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir fliegen noch mal kurz hier hin. Ach, hier ist auch noch ein Feuer. Da hinten. New Subscriber! Hallo! Mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Sicher nicht. Bitte. Ey, danke dir. Mann, ey, wir kriegen ja hier... Wir haben jetzt vier neue Subs. Ne, besser gesagt, Chris hat seinen Sub wieder erneuert. Dann zählt es aber weiter. Wer halt nicht kann, das zählt dann nicht wieder von vorne, ja. Also das bedeutet, wenn ihr mal einen Sub dagelassen habt und dann könnt ihr nächsten Monat nicht bezahlen oder so, wie auch immer, dann zählt ihr trotzdem, wenn ihr wieder was habt, dann zählt ihr weiter, also den Dienstgrad, ja. Also Boti hat zum Beispiel ist schon über 2 Jahre dabei. Ja. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das fängt dann wieder von vorne an. So, wir holen jetzt noch die Kiste ab, gehen noch runter zum Tor und dann haben wir auf jeden Fall das Ding hier erledigt. Also Jack mal sagt, das ist kein Problem. Man kriegt gutes Zeug von den Söldnern. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das immer schaffe mit den Söldnern hier kaputt machen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so der absolute Skillmann. Ey, ich wollte eigentlich runter. So. Erst denken und dann reden, Max. Ja, das ist immer so ein leichtes Problem. Hier spielen und das alles. Ach, hör auf. Oh, hier liegt ja noch was. Siehst du? Wo ist denn jetzt das Tor? Ich hatte doch irgendwo. Ach, hier. Ah, gut. Erledigt. Gut. Ach, der Twister ist auch da. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. das haben wir jetzt erledigt. Ich sag mal so, man kriegt ja von der, das ist völlig egal, was für ein Zap man ist, es geht dann nach der Zeit, ja, wenn du jetzt, so ein Mordok ist jetzt schon so und so viele Monate Zap, ne, so eine ganze Weile, und glaube nach 3 Monaten kriegt man dann einen anderen Rang hier. Ach, da oben ist ein Tierchen. So, gehen wir mal weiter. Ah. Hier gibt's Löwen. Da ist eine Kiste. Oh, hier ist auch noch mal ein Lager. Na, das holen wir uns doch auf jeden Fall. Hier sind... Oh, da sind Löwen. Wollen wir uns die Löwen holen? Also, ich will jetzt heute... Mache ich diese Insel hier komplett nackig. Komm, wir gehen mal zu den Löwen. Ach. Also eine Insel, wenn man dann hier schon oben ist, dann kann man da auch wirklich... Hier ist ein Schweinchen. Schweine sind echt... Oh, die sind echt heavy manchmal. Oh, sogar ein Steinbock hier, ey. Komm her, du Keiler. Oh, komm her, du Eber. Und der Löwe war bestimmt schon ganz schön angefressen. Okay, dann gehen wir mal hier das nächste Ding hier fertig machen. Ja, sportlich ist er ja, ne? Kannst ja nicht schlagen. So.
Gebiet wird gut bewacht. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Das hältst du nicht. Ey, Blum. Naja, du Made. Aua. Ja, ja, scheiße, ich muss es löschen. Da habe ich gleich den Befehlshaber hier oben gehabt. Eieieie. Also ich spiele das jetzt auch nicht hier auf super easy beasy, also schwer hier, ne? Müsst ihr auch wissen. Ich habe darauf absolut keinen Bock. Auf hier schwere Sachen hier. Oh, wer ist denn hier? Ja. Gib mir dein Schild. Und gib mir deinen Pfeil und Bogen. Soll ich suchen. Ja, dann bin ich aber voll aufgelevelt, dann, wenn ich dann fertig bin, ne? Oh. Der Löwe macht's jetzt. Hey, komm her. Diese. Oh. Wer bist du denn? Naja, du hast doch eine ganze Menge Geld am Start, ne? Wer war denn das jetzt? Wer war denn das jetzt gewesen? Bin noch irgendwo einer? Okay. Na, ist ja easy. Chris hat über 100.000 in Heiß. 10.000 ist es ja, ne? Guck mal hier. Es ist doch klar, dass hier überall Leute kommen und wollen irgendwas haben, ne? Wenn hier das Geld hier vorne schon liegt. Ah. So. Jo, was haben wir denn? Zwei Schatzkisten müssten hier sein. Okay. Die holen wir. Eine Schatzkiste. Wo ist die zweite? Zweite Schatzkiste. Das muss ich ja ehrlich sagen, das finde ich ja eigentlich an die Ubisoft-Spiele immer ganz cool, dass hier, dass man hier die Tiere manchmal so für sich nehmen kann, ja, also als, naja, als Spielelement, ne, so. Ach, da vorne ist die Kiste, siehst du, ich habe die gar nicht gesehen, hier ist ja auch noch was. So, wo ist sie hier? Hier die Kiste. Hä? Ach, hier oben wahrscheinlich, wa? Ah. Und wieder was geschafft. So. Welches Spiel? Ja, steht wirklich im Titel. Der Assassine. Maximus ist wieder am Start. Wer hat schon wieder Polizei gemacht, wenn ich hier mit dem Flitzebogen kämpfe? Wer war das? Boti. Ah, im Laufe der Woche. Dann kann es ja sein, dass wir dann am... Boti, das ist gut.
Danke für die Info. Dann könnten wir ja am Freitag eine Runde MP spielen, wenn es dann wirklich dann schon wieder funktioniert. Am Mittwoch werde ich dann Singleplayer, aber wie gesagt, wenn er schon am Mittwoch funktioniert, dann würde ich natürlich auch am Mittwoch schon loslegen. So, ey, guckt euch mal an, was ist denn das für eine riesen City da hinten? Ey, die Insel, ich dachte, die ist so klein und die kann ich hier schnell mal so machen. Am Arsch. Ah, ein Aussichtspunkt. Oh, wieder so eine riesen Stadt hier. Oh. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal zu dem Boot und, welches Boot war denn das? Das hier? Naja. Ja, das hier, ne? Oh. So viel zu tun. Also ich gebe mir schon Mühe, so viel wie möglich zu schaffen. Wie gesagt, von der Hauptstory habe ich... ja, hier ist es. Habe ich 27% jetzt geschafft. Oh, ein schöner Hafen. Sieht das nicht herrlich aus? Herrlich. Fettes Schiff. So. Wir müssen mal kurz auf die Map gucken. Ich muss mal was schauen. Also wir haben ja jetzt... guck mal, wir sind bei Level... sowieso. Also jetzt haben wir den Ehen-Söldner. Kann es sein, wir haben den Ehen-Söldner und den anderen weg und dann danach kommt denn keiner mehr? Oder wie läuft das ab? Hier haben wir ihn. Rang 9. Steht das immer nicht mehr. Den haben wir besiegt. Den haben wir besiegt. Alexios, das bin ich. Ich bin ja auch ein Söldner. Ganz vergessen. Ich bin ja auch so ein Böser. Bevor wir losmachen. Geld, ja... Aber ich tue mal ein bisschen. Den nehmen wir jetzt. Ja, ich weiß, man könnte auch Sachen verkaufen, aber mir jetzt egal. Weg mit den Schrotz hier. Alles, was ich nicht brauche. Das geht nicht. So. Da haben wir das. Wir haben... Ach Gottchen, was habe ich denn jetzt für einen Gorilla-Helm? Alter, ist der hässlich. Den werde ich aber aufrüsten. Ist das klug, den aufzurüsten? Den Helm? Der gefällt mir zwar jetzt auch nicht so, aber... Nächstes Mal verkaufen wir Material. Aber hier gibt es Felle und alles so ein Schrutz dazu. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine Brustpanzerung. Naja, sieht nicht gut aus. Sieht die aus? Die ist auch genauso hässlich. Die ist hässlich. Die gefällt mir auch nicht. Es ist so eine Schlange. Die ist selten. Ah ja. Die hatte ich jetzt die ganze Zeit an. Ich behalte jetzt erstmal die. Also es muss schon irgendwie so aussehen wie so ein alter Römer oder so ein Quatsch, ne? Aber es, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die Buchsen sehen auch alle ganz schön doof aus. Aber ich mag nicht so viel in meinem Inventar zu haben. Ja, ich renne ungern rum, dass ich hier 100 Sachen in meinem Inventar habe. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, immer nur eine Sache, das reicht völlig aus. So. Ich bin ein Held jetzt.
Wie lange bist du bei mir aktiv? Einfach mal Bockwurst, dann wissen wir es doch, wie lange. Wie lange du aktiv schon bist. So, da vorne zum Tempel. Wir gehen erstmal zum Tempel, dass wir ein bisschen so die Hauptquest jetzt hier weitermachen. Ich sehe keine Soldaten hier. Nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Ah. Du weißt doch warum. Ja, du Sau. Wir haben gar keine Chance hier mit meinem langen Picker. Oh. Oh, kommt mir, kommt. Oh. Ey, komm her mit mehr hier. Was ist denn jetzt los hier? Wer ist denn jetzt was? Ich sehe gar nicht mehr durch, wer was ist. Und ihre Leute haben hier alles zerstört. Glauben Sie, dass die Bewohner ruhig bleiben, wenn sie alles niederbrennen? Wie erkenne ich denn, wer böse ist und wer nicht? Guck mal hier, die haben ja jetzt, die sind ja grün. Oh. Warte mal, was will denn jetzt, warum, was will denn die Icarus? Soll ich jetzt hier irgendwo lang gehen oder was? Hier ist auch noch ein Toter, ein Böser. Ah, da sind auch noch welche, warte mal. Geh mal erst an diese Tafel hier, bevor wir irgendwas machen. Ach, das geht nicht im Kampf, ey. Ich bin noch nicht mehr im Kampf. Hey, lass mich mal in Ruhe. Edge, der greift mich doch nicht an hier. Edge, hau doch mal ab, ihr Dorfbewohner. Jetzt hau du auch ab hier. Blöder Trottel hier. Mensch, das Kinder, ey. Aber mit euch habe ich auch einen Fang gemacht. Haut bloß ab hier. Warte mal, jetzt werden wir das Schwein hier noch nehmen. Oh ja, du Schwein. Endlich. So, ich weiß gar nicht, was hier Phase ist. Jetzt greift mir noch ein Hahn an. Hau ab, Hund. Oh. Söldner besiegt. Also ganz ehrlich, ich bin hier ein bisschen überfordert hier von der ganzen Sache. Ich weiß nicht, was los ist hier. Wie lange soll denn das hier gehen?
Schon wieder ein Huhn. Und jetzt? Hä? Aber gehen wir hier weiter. Was ist mit dem hier los? Geh zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff. Pass auf! Da soll ich mit dem Falken hin, ja. Weil die mich andauernd immer angegriffen haben hier, die Hunde. Ah. Junge, Junge, Junge. Ich hab, jetzt muss ich doch alle eigentlich besiegt haben hier. Oh. Mensch! Habt ihr denn kein Zuhause? Ich finde den Speer aber ja gar nicht mal so doof. Das Problem ist aber immer, dass so viele Leute jetzt hier mal angeschissen kommen. Ich komme gar nicht... Oh, mein Vogel braucht es nicht machen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. So, jetzt greift mir bestimmt erstmal keiner an hier. So, jetzt weiter fliegen. Sie eigentlich alle weg haben. Dahin. Ja, das habe ich doch vorher auch schon gewusst, dass ich dahin muss. Die wollen mich alle kennenlernen. Ja, ich glaube auch, ey. So, jetzt wissen wir, was wir eigentlich schon vorher wussten, dass wir dahin müssen. Gehen wir mal hin. Ich lasse mal den Speer. Ich finde den jetzt gar nicht mal so doof. Gehen hier einfach mal hoch. Hallo? Hat schon was vor? Ach, du siehst ja aus wie ein Mann. Ah. Gehen wir mal hier rein. Sagen wir mal hallo. Ich nehme mir mit, was ich will. Warum? Weil ich's kann. Nichts für mich da. Was ist hier passiert? Baut eure Stadt wieder auf. Und das sage ich nur einmal. Jawohl, Meister, jawohl. Geht doch. Will ihr mal schreien? Komm. Ach, du bist doch ein richtiger. Ach, hier, der war es ja gar nicht. Das ist der da. Aha. Ich bin Ei. Ih, was ist denn das für ein Wasser hier? Das sieht ja aus wie Pulle. Gehen wir mal hier. Aber eine schöne Festung, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Was ist denn hier los? Ah, die kämpfen mit den Hunden. Hier ist immer irgendwo was da, dabei, ne? Also... Ach, links oben im Bild. Ja, ja. Ach so, siehst du, habe ich gar nicht gesehen. Haha. Ja, eigentlich schon. Eigentlich weiß ich ja, dass es hier überall steht. Aber irgendwie bin ich immer dann... Gucke ich denn sehr auf das Bild hier, was ich jetzt gerade mache. Und rechts und links, was da kommt, weiß ich nicht.
Oh, eine Vorwarnung hier. Oh, das tut aber weh. Ah ja, die Böse hier. Ja, ein richtiger Mann. Ich muss Geld holen. Sind hier jetzt gar keine Söldner mehr irgendwie, oder? Wir gehen erstmal hier oben hin. Ich will das hier erstmal frei machen. Also synchronisieren und dann gucken wir noch mal kurz auf die Karte, was hier noch alles zu finden ist. Yeah. Ein Becken voller Urin. Naja, irgendwo moderne Kläranlage, ne? Irgendein Trottel wird schon reinspringen und dass ich es natürlich bin. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Nielsen ist ja auch da. Juhu. Das läuft ja. Falls der eine oder andere fragt, also ich denke mal kurz vor halb werden wir dann Ende machen mit dem Spielchen. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Oh. Aber, ey, waren wir eigentlich schon mal 50 Leute heute bei dem Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht. Interagieren. Sesam. Öffne dich. Oh. Locke. Götter, habt Gnade. Du willst Gnade? Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen. Und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Wow. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Alexios. Nun, Alexios, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ah. Ich hörte, du verkaufst Informationen. Unter anderem, das tue ich. Oh, die will keine Liebe, oder? In eine Stadt einzufallen und meine Leute zu töten, ist nicht der übliche Weg, einen Handel auszumachen. Ich dachte, sie lassen mich vermutlich nicht einfach so durch. Und ich habe keine Zeit. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie groß, ey. Als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Alexios. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Ey, die ist ja riesig, die Frau. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir bei meiner Suche nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was soll es kosten? Wenn man bedenkt, dass du einige meiner Leute niedergemetzelt hast, wäre eine Entschädigung angemessen. So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrine schon. Woher kennst du ihren Namen? Ich weiß noch einiges mehr. So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Koressia Arbeit zu finden. Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben Sie keine Drachmen, können Sie keine Dummheiten machen. Habe ich das jetzt schon gemacht? Solange du für mich arbeitest, bist du einer von uns.
Piraten helfen nur, wenn es im Gegenzug eine Schiffsladung Drachmen gibt. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden. Ach, unter Wasser? Dieses Ding? Ricke, davon habe ich schon was gehört, aber so oft bin ich ja nie unter Wasser, oder? Aber jedenfalls, ey, die ist ja riesig, die Frau. Da kriegst du ja Angst, wenn du mit der... Wenn die sagt, komm ins Bett. Oh Gott, da fühle ich mich wie El Bundy, wenn Peck sagt, komm hoch ins Bett. Der große Nicht-Spartiat kehrt heim. Warum brauchst du denn so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Noch habe ich die Drachmen nicht. Aber ich komme zurück, sobald ich sie habe. Oh. Wenn du Arbeit brauchst, frag meine Leute in der Stadt. Die können sicher einen fähigen Söldner gut gebrauchen. Two-Face, juhu. Ja. Pass auf, ich muss jetzt hier runter... Und ein bisschen arbeiten. Ab, rinn in die Pisse. Komm, rein hier. Rein. Das ist jetzt, gut. Da mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. So, warte mal. Was ist das hier? Da ist was. Ey, 17.000 Drachen... Wie soll ich denn das schaffen? Hier sind ein paar Aufgaben. Die Burg habe ich schon. Hier ist eine... Was kann ich noch? Hier ist doch noch so eine... Kriege ich da auch viel Geld, wenn ich da runtergehe? Diesen Angriff hier? Diese blaue Dingsbums? Was ist da hinten? Also, wo soll ich hingehen? Also, wir haben ja hier jetzt einige Möglichkeiten. So. Hier sind eine Kiste und Tierchen. Wir könnten da zum Boot gehen. Ganz oben auf der Weltkarte. Warte mal. Weltkarte. Karte, ganz oben im Osten. Hier, warte mal, wo hast du gesagt? Von Samos. Samos, wo ist Samos? Samos, nordöstlich, wäre doch hier, ne? Ach, hier. Nordöstlich, also hier in der Gegend ist denn der... Ah ja. Pass mal, aber wir sind jetzt erstmal hier. Gut, hier haben wir noch einen Turm, den müssen wir noch entdecken. Die Burg haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Hier ein paar Aufgaben, das wissen wir noch nicht. Hier. Wir haben noch ein bisschen was zu tun auf der Karte hier. So, warte mal, zum Hafen soll ich gehen? Ich gehe mal zu den Typen da. Ich will mal wissen, was da los ist. Oder hier ist auch noch eine Edeltraut. Oh, mein... Du klingst bedrückt. Oh, hallo. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Kuressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ah ja. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poisa und übergibst sie meinem Geschäftspartner.
Ja, aber für welche Fraktion soll ich mich denn entscheiden? Das ist eigentlich scheißegal, ne? Ach, meine Mutter ist die Chefin. Marco, nicht so viel sagen. Du sagst, das Haus des Anführers ist bei Poise? Ja, im südlichen Teil des Dorfes. Wo ist Poise? Es ist an der Ostküste der Insel Chaos. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Ja, dann warte auf mich. Wir gehen mal jetzt noch zu der anderen hier. Dann gleich hier ein paar Sachen mit abgrasen. Wir haben ja eigentlich schon gut gemacht. Ja. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir hier ein bisschen looten müssen, ne? Was willst du? Ist das ein schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Okay, das ist egal. Aber kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Ah. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge zu versenken. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck. Okay, da haben wir die Mission. Aber wir werden erstmal gucken, Missionsquest, ey. Das ist jetzt richtig viel, was wir hier machen. Insel des Glücks. Ja, mal gucken. Wir sollten jetzt Arme. Okay. Was jetzt hier? Bla 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 bla. Nebenquest. Oh, Mann, ey, das ist alles so viel. Wie war denn das jetzt hier? Hä? Ach hier, Piraten. Ach, das sind hier die Nebenquests. Ken Dieb, bla bla bla. Das ist jetzt, was jetzt? So, ich muss jetzt zu meinem Schiff, wa? Lülülülü, machen wir mal Schnellreise und dann Attacke Hü, Schnellreise. Ah! Na, Schiff versenken wird ja wahrscheinlich jetzt kommen. Ah, okay. Achso, ich soll ja das Schiff mit 10 Jahren Kriegsfarben ausrüsten. Ah, ja, ja. Mach ich wahrscheinlich hier. Warte mal, hier ist auch schon wieder so ein Eichelprinz hier. Mag nicht, wenn hier so viele Sachen hier offen sind. So, wir haben einen neuen Typen. Der kann nix. Farben. Welche ist ein 10 Jahre? Ach, das ist das Xenia. Okay. Segel klar machen. Wohin jetzt? So, jetzt geht's los. Jetzt machen wir Schiffe versenken hier. Wir fahren mal hier oben lang, weil dann kann ich auch hier ein bisschen was freifahren. Also, im Endeffekt ist es egal, was man hier macht. Ob man hier für Athen oder für die Sparta kämpft. Der Rainer ist ja auch da. Oh, jetzt er hier. Oh, falsche Seite. Genauer
ja, Möwen. Wie mach ich ein Feuer rein? Ich weiß nicht, wie ich Feuer hier reinmache. Schaden macht hier Polizei. Oh, hier. Ah ja, gut, Entern brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ich glaube, ich habe da ein paar gemacht. Wie setze ich hier Feuer ein? So wollt ihr eigentlich nicht. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall. Müssen wir noch ein paar Spartianer machen? Oh, hier die Insel. Ach, das ist ja der. Das ist eine schöne Insel. Könnte ich mich wohlfühlen hier oben. Was haben wir hier für Schiffe? Was sind denn die roten mit dem Dreieck hier? Sind das hier Handelsschiffe oder sind das hier? Was hat Nielsen? Ja, rüber hier. Jetzt mach ich euch richtig fertig, ihr Mann. Aber ja, du Male. Oh. Hier hinten auch schnell holen. Ich glaube, es war nicht richtig, ne? Ich hab jetzt noch nicht drauf geguckt. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Hier ist er. Kapitän, nicht Bartek! Blau-Weiß ist, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall Spartianer und dann müssen wir noch Banditen hier machen. Robert! Oh, Alter. Haut doch mal ab hier, ihr Mann. Aber ich will mal wissen, wie ich hier meine Pfeil-Dingsbums hier rein. Mann, ich wollte doch hier dieses Treibgut mit dem. Yeah.
Mensch, jetzt haben wir hier aber richtig Kacke am Dampfen. Ach, jetzt wie ich habe den falschen Knopf immer gedrückt. Sie ja keine Chance mehr. Oh. Alter Schwede. So. Wir haben jetzt auf See irgendeinen anderen Auftrag abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur noch ein paar Piraten holen. Und dann denke ich mal, werden wir den Auftrag bei denen abgeben. Denn es ist auch schon wieder Feierabend. Auf jeden Fall jagt uns wieder so ein Söldner. Aber wo sind denn die Dreckspiraten? Wenn man die mal braucht. Ah, irgendwo waren noch Piraten gewesen. Da sind noch ein paar blaue, die brauche ich nicht. Aber ist das ein Piratenschiff? Ah, sieht schon schön aus. Sehr hübsches Spiel. Malaka. So, ein Schiff haben wir gemacht. Guck mal, die anderen haben uns sogar noch geholfen. Wie geil ist das denn? Jetzt brauchen wir nur ein Schiff. Ein Schiff. Da können wir ja nachher dann Schnellreisen machen, ne? Ein verdammtes Schiff. Boah, mir tut der Arm weh. Oh, ins Wasser geschossen. Was sind denn das eigentlich für... Sau. Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Was war denn das jetzt eigentlich für ein Schuss? Schwarzes Segel, genau. Das sind die richtig Bösen.
Na, easy peasy hier. Komm mal her, willst du mich vergiften hier oder was? Ist ein richtig großer hier. Aber ich find's gar nicht mal so schlecht, dass man hier so eine ein paar Leute hat, die hier mithelfen, ne? Hey! Oh, wo bin ich jetzt? Oh, komm her, du. Alter Schwede. Satz des Pythagoras, sag ich dir noch. Was war das jetzt eigentlich für ein Schiff hier? Das, das ist ja wirklich, ein richtiges Ding. Was ist mit dem los? Warum steht der hier so komisch? Oh, was ist jetzt los? Oh, geht unter. Ey, das war ja ein richtiges Ding. Spiel mal Black Flag. Naja. Würde ich natürlich auch alles, aber das geht alles zeitlich jetzt nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt dieses Spiel hier zocke. Es ist ja gar nicht so der Kanal, ne, für solche Spiele ausgelegt, ne? Und da kann ich ja schon froh sein, dass wir jetzt knapp 50 Zuschauer sind, oder? 48, ja, die sich das jetzt hier angucken. Rot mit Dreieck sind Sparta. So, da vorne ist Sparta. Ich brauche aber ein gefährliches Gebiet. Wir kommen ja gar nicht voran hier. Ich brauche einen Piraten. Wer bist du denn? Hier ist eine Krabbe oben. Ein Krabbenfischer, Fischer, wa? Mann, ein so ein blödes Schiff. Da sind auch noch ein paar Spartianer. Ich muss umdrehen. Warum das? Ah. Ja, okay, ich drehe um. Söldnerschiff war das. Ach, Söldnerschiffe gibt es auch, Ricket. Wusste ich gar nicht. Was ist denn mit meinem Arm los, ey? Oh, ich kann den. Oh, irgendwie ist da was kaputt oder so. Ah, hier seht's. Oder? Sind es da welche? Ja, ich flüge durch das Wasser. Nichts kann mich aufhalten. Ach, das sind ja die Piraten, ja. Oh, das hat aber weh. Oh.
Die machen sich jetzt gegenseitig kaputt. Oh. Gut. Wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt auch Schnellreise machen können. Wo ist denn eigentlich die Insel? Hier ist sie doch, ne? Lal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 a. Schnellreise. Bam. Ach, die. Also, es war auf jeden Fall gut, dass ich umgedreht habe. Ne, ich habe noch nicht so viel Geld. Ich muss erstmal da runter. Ich muss erstmal zu den Typen da unten hin. Junge, hast du Probleme oder was? Ganz schnell ist hier Ende im Gelände, sag ich dir. Guck dir meinen zornigen Hut an. Irgendwo muss der andere Typ hier sein. Da unten ist er. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Ich brauche jegliches Geld. So, wo ist der andere Typ? Den würde ich ja gerne noch mal eins auf die Nase geben. Den anderen Oschi. Ja. Die Schiffe sind versenkt. Ich mag dich. Xenia wird zufrieden sein, dass ihre Gewässer wieder unter ihrer Kontrolle sind. Genug der Worte. Ich bin hier für meine Belohnung. Natürlich. ⁇ 1300? Das ist ja gar nichts. Ey, ich bin schon Level 21. Ich bin ja heute richtig durchgerockt, sag ich dir. Eine richtige Maschine. So, Frauchen hat geschrieben... 5M. Dann bin ich da. Ich gucke jetzt mal, wo der Typ jetzt ist. Hier, der Rote. Ah, sehe ich auf der Karte nicht. Ah, scheiße. Nimm mal einen Vogel. Vielleicht sehe ich den, ja. Den würde ich ja gerne nochmal eins auf die Nase geben. Hab ja keine Angst mehr. Bin ja eigentlich so ein richtiger Schisser. Ja, wirklich. Richtiger Hosendurchfall. Aber wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? 12.000. Ocken. Ich darf mir jetzt überhaupt nichts mehr kaufen. Das ist schon mal ein Fakt, ne? Absolut gar nichts. Um die gute Matroschka da zu bezahlen. Ach, der Patrick. Ja, also morgen. Ja, ich bin auch gleich fertig hier. Also lange mache ich ja nicht mehr. Also morgen werden wir eine Runde Snowrunner machen. So gegen 20 Uhr wieder. Und ich gehe jetzt einfach mal dort hinten hin. Einfach mal gucken. Hier schön am Wasser. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh, hier. Das siehst du, sag ich doch. Eisenerz. Oder Eisenbrocken.
Jetzt, wenn man den Söldner hier brauchen könnte, um den einfach mal ordentlich auf die Mütze zu hauen, ist er nicht da. Aber ich habe immer irgendwie mit Geldnot zu tun hier, ne? Wie im richtigen Leben. Nee, Quatsch. Ja. Nö. Ich würde sagen, dass wir hier... Ah, ist ja so eine Kiste. Ja gut, da komme ich jetzt nicht hin, da will ich ja nicht wohin. Wir haben jetzt wieder ordentlich agiert. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Es hat richtig viel Laune gemacht. Ja, mal einen Schluck austrinken hier. Und ich hoffe mal, wir werden nächste Woche, sind dann wieder genauso viele Leute dabei. Samstag und Sonntag werden wir wahrscheinlich machen, immer unter Vorbehalt. Und dann cruisen wir da mal schön gemütlich hier weiter. Ich denke mal, ich werde jetzt bei 28-29% sein vom Spiel. Also haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Und ja, ich freue mich auf morgen dann wieder, ne? Dann sage ich, haut rein, macht's gut. Bye, bye.